Wir haben nur die Variante des Schmetterlings vorher. In dem vorderen Teil war die Kohlwanze, das ist der Kohlweißling hier. Ja, und zwar der kleine Kohlweißling. Ja. Man sieht, er macht Pause. Vermutlich schläft er. Und wir haben ja einen Vertrag mit den Schmetterlingen. Und wir haben versucht, ihm das zu erklären, aber wir konnten ihn nicht aufwecken. Ich vermute, er hat sich nur schlafend gestellt. Aha. Weil kaum hatten wir das Augenmerk von ihm genommen, saß er auf einer Blüte. Genau. Ja, und er ist dann geflüchtet und hat hier offenbar dieser, wie heißt sie? Eine Ferals-Wespenschwebfliege. Ja. Er hat mit ihr gesprochen, aber sie ist noch hungrig. Sie ist sogar sehr hungrig. Ja. Sie frisst enorm schnell. Sie sagen, sie kommen fast überall vor, aber wir haben sie auch nur einmal angetroffen. Ja, und das war, glaube ich, am Wasser. Ja? Ich glaube fast, ja. Ja. Sie ist Subunternehmer. Das ist ja die Vertragslücke, die wir mit den Schmetterlingen, also die Schmetterlinge, die fiesen Viecher, gefunden haben. Und sie hat das auch nicht geglaubt, dass sie Subunternehmer sein muss vom Schmetterling, oder? Okay. Und ich denke, sie stellt sich hier dumm. Aber schlussendlich hat sie es begriffen und jetzt reinigt sie die Klammer. Unsere Klammer, ja. Und man sieht bedeutend langsamer als bei der Blume. Ja. Genau, ja. Also hier trödelt sie. Ja. Ja, und hier sehen wir eine Biene im Vergleich zu dem Falkkäfer. Ja, ein Smaragdfalkkäfer. Der ist etwa 6 bis 7 mm lang. Ja. Und dann haben wir, es war sehr heiß, aber wir haben mindestens eine Stunde mit ihm verbracht. Zuerst dachten wir, er hat ein Verdauungsproblem und versucht da irgendetwas hervorzugrübeln. Sagt man das, grübeln? Weiß ich nicht. Knübeln sagt man auf Bandage. Ja. Aber dann haben wir festgestellt, nein, es ist offenbar ein Weibchen und es macht sich hier einen Eiballen. Und wir fanden das dann sehr faszinierend und haben sehr lange zugeschaut. Und mit dem Makro fast ein wenig übertrieben. Ne? Ja, es ist Software-Zoom. Software-Zoom und ja, er war natürlich sehr klein. Käfer, ja. Aber man sieht sehr gut, wie er die einzelnen Eier aneinander klebt und so einen wirklich schönen, hübschen Ballen macht. Mhm. Wir haben uns gefragt, wie kann er das sehen? Und es gibt so ein Nagelbrett. Hier sehen wir das. Die Nägel rutschen, wenn man die Hand hinten drauf hält, heraus und dann entsteht vorne das Bild, also die Form. Und wir haben uns überlegt, dass bei diesem Käfer die kleinen Härchen hinten eigentlich dasselbe machen. Also er sieht nicht mit den Augen, das kann er gar nicht, die Augen sind vorne, aber er sieht oder kann das ertasten mit den kleinen Härchen, die er da überall, hier sieht man es gut. Die er überall hat.
Ich vermute, das gibt in seinem Kopf auch wie ein Bild. So, als ob er sehen könnte. Ja, genau. Ja, es sieht ziemlich präzise aus, wie er diese Eier zusammenklebt. Ja, und er gibt sich sehr große Mühe. Also wir haben das bewundert und bestaunt. Er dreht sie auch immer wieder. Ja, er klebt sein Trüppel, sagen wir auf Berndeutsch. Eine Traube. Ja, wie eine Traube. Man sieht das hier sehr schön. Und zack, das war für uns das Verblüffendste. Das haben wir zuerst überhaupt nicht geglaubt. Er hat sich eine solche Mühe gegeben und am Schluss einfach zack, weggeworfen. Peng, fort. Ja. Aber ich habe gelesen, das ist üblich. Ja, das mag schon. Also, das ist nicht normal. Oder? Er gibt sich solche Mühe und schmeißt ihn dann einfach irgendwo ins Gelände. Ich hätte gedacht, dass er ihn unter eine Blüte klebt, sehr sorgfältig, oder? Nein, sie lassen sie einfach fallen. Wie lange hat es gedauert? Ja, also vom Eiabwurf, dann ist er hier zum Fressen gegangen. Und bis er den nächsten Eiballen fertig hatte, 20 Minuten. Also pro Stunde hat er 3 solche Eiballen angefertigt. Derselbe Käfer. Ein und derselbe Käfer. Und zwischen dem Eiballen herstellen hat er gefressen. Wir vermuten, dass in dieser Blüte der Klebstoff ist, den er benötigt, um die Eier aneinander zu kleben. Ja, das ist sicher seine Wirtspflanze. Er braucht die. Ja, ja. Also ich denke, er braucht den Saft aus diesen Blättern und dann mit irgendetwas, das er im Verdauungstrakt hat, ergibt das so eine Art Leim, um die Eier aneinander zu heften, zu kleben. Wir konnten sie nicht zählen, aber das waren sicher 30 bis 40 Eier, nehme ich an, pro Ballen. Ja, die er aneinander geklebt hat. Und er hatte es sehr, sehr eilig, oder sie hatte es sehr, sehr eilig, diese Blätter zu fressen. Manchmal hat sie auch ein Blatt zusammengefaltet, und damit sie das Doppelte eigentlich abbeißen, abkneifen konnte. Mhm. Also mit sehr grossem Eifer. Und sie frisst Blütenblätter und die Blütenstängel. Hier sehen wir noch einmal den Größenvergleich. Also die Biene ist etwa 1 cm und der Käfer so 5-6 mm. Ja, Sie sagen so 6 bis 7 mm. 6 bis 7. Aber ich denke, die Biene ist etwas länger. Denkst du? Mhm. Nein, ich möchte den kleinen Kerl oder nicht kleiner machen, als er ist. Also, ich möchte da niemanden beleidigen. Auf alle Fälle stören Sie sich nicht, die zwei. Nein, sie sind sehr friedlich. So, das war's. Bis später. Bis dann.